Auf geht's, Data, 15 Uhr und 34 Minuten und der Goldpreis wieder deutlich unterhalb der 1300er Marke. Haben Sie die Donnerstag-Ausgabe gesehen? Haben Sie die Wochenendausgabe gesehen? Da habe ich Ihnen klipp und klar gesagt, O-Ton, falls der Goldpreis über die 1300 gehen wird, ohne länger zu konsolidieren, kenne ich jemanden, der den Goldpreis nicht auf der Long-Seite traden wird und dieser Person hören Sie gerade zu. O-Ton, gehen Sie zurück und hören sich das an. Und ich weiß, dass es welche gibt, denen das nicht gefällt, wenn ich sage, hier gibt es gerade nichts zu machen, denn der Markt ist überkauft. Der Markt hat eine zu starke bullische Bewegung gemacht und wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass hier eine umgedrehte V-Formation stattgefunden hat. Das war auch der Grund, warum ich Ihnen hier schon gesagt habe, Leute, Vorsicht mit der 1300, das muss nicht halten, wenn ihr diese Unterstützungen kauft, die durchaus stark sind. Kleine Position, enger Stopp. Der Chart sieht zu schwach aus gerade, ist mit zu viel Volumen nach unten abverkauft worden. Erst hier unten, hier mit dieser ehemals trendbegrenzenden Linie, verzeihen Sie bitte, ehemals trendbegrenzenden Linie, trendunterstützende 61% die Tracement-Marke dieser Aufwärtswelle, etwas tiefer 200-Tage-Linie plus aufsteigende Trendlinie, da haben wir erst größere Unterstützung, hart gehalten. So, und hatten wir auch gesagt, Ziel ist 1300. Hier oben, schauen Sie sich das an. Schauen Sie mal, wie sauber der Chart funktioniert, wenn man ihn sauber analysieren kann. Ich hatte Ihnen gesagt, schauen Sie, es ist Widerstand, Widerstand, Widerstand. Schauen Sie sich das mal an, wie sauber das funktioniert. Plus noch eine Widerstandszone. Unterstützung, 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 Unterstützung bricht weg. Ebenfalls potenzieller Widerstand. Das heißt, wir liefen in eine psychologische Widerstandszone plus in eine doppelte technische Widerstandszone. Deswegen war diese Bewegung deutlich wahrscheinlicher. Es hätte nicht so kommen müssen, es war deutlich wahrscheinlicher. Und wenn Sie sich fragen, warum funktionieren eigentlich diese Linien bei diesem Kerl so verdammt gut? Weil andere Wunschanalyse machen. Weil andere einfach irgendwas mit irgendwem verbinden und behaupten, das wäre eine valide Trendlinie. Es gibt eine klare Definition, was sie mit wem verbinden dürfen und was nicht. Und fragen Sie sich doch mal, warum ich kein kostenloses Video mache zur technischen Analyse. Und warum es so viele Leute gibt, die das so kostenlos Ihnen zur Verfügung stellen. Weil sie nicht an einer genuinen Ausbildung verdienen. Sondern weil die irgendein anderes Geschäftsmodell haben. Sie wollen ihn Broker verkaufen, sie wollen ihn Werbung verkaufen. Das, was wir machen, ist exzellent. Und ich weiß, dass es Zuschauer gibt, denen das nicht passt, wenn ich sage, Leute, das, was ihr macht, ist Nonsens und deswegen bekomme ich Hate. Wichtig ist, ja, hier ist eine fette Unterstützung. Ja, wir haben sogar Volumen gesehen. Aber wir wissen nicht, ob jetzt tatsächlich diese Unterstützung halten wird oder nicht. Denn schauen Sie, ich will hier auch nicht short sein. Ich will Ihnen einfach mal, damit Sie sich ein übergeordnetes Bild machen. Ich habe heute wieder eine Analyse gesehen, ich wollte mal einen Kurs gucken. Da habe ich wieder gesehen, dass da einer schreibt, wieder 1600 oder 1800 bei Gold. Ja, das verkauft sich gut, aber das ist kompletter Nonsens. Das muss man einfach so sagen. Das hier, das ist GDX. Schauen Sie. Ich habe das schon vorhin eingezeichnet. Sehen Sie, hier ist ja die V-Formation noch heftiger. Und diese Gegenbewegung fällt ganz schwach aus. Das heißt, wenn man sich diese Formation als solche anguckt, wie der hier so ausverkauft wird und dann hier so träge hochkommt, das sieht aus wie eine Bärenflagge. So. Abverkauf also wahrscheinlich, aber wohin denn? Durch die 200-Tage-Linie, da will ich nicht traden. Durch diese horizontale Unterstützungszone und die hat durchaus hier, wie hier damit gekämpft wird. Unsauber. Aber das ist schon eine größere Unterstützungszone. Das bedeutet, auf der einen Seite wirkt dieser Ausverkauf und der will nochmal, auf der anderen Seite wirkt die Unterstützung. Wenn ihr euch zum Beispiel GDXJ anschaut, GDXJ, also GDX ist ETF des HOIs. Das hier ETF der Juniors. Schaut mal, der wird ausverkauft und das hier ist eine Bärenflagge. Nur, wo würden wir denn durchtraden? Auch hier durch die 200-Wochen-Linie. Die ist im Bereich von 32,20. Also, Moment. Ah, die ist ein bisschen weiter tiefer. Okay, also Minenwerte sehen noch schwacher aus, aber Gold selbst, ja, Gold selbst hat hier noch einiges an Unterstützung da. Und ich weiß, dass für viele von euch traden ein Ego-Shooter ist. Kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Nee, warten, gucken, warten, gucken. Und ein Setup brauchen wir.
Das größte Problem ist, das ganze Netz ist voll von nächster Unterstützung, nächster Widerstand. Nächste Unterstützung, nächster Widerstand. Kein Kleinanleger denkt noch in Setup. Sie müssen anfangen, in Setups zu denken. Ja, wissen Sie was? Zum Beispiel kein Setup wäre es zu sagen, also große Unterstützung, jetzt macht er 50% Retracement von dieser Marke, das ist eine fette Unterstützung und jetzt entscheide ich, von hier aus läuft er dahin. Das ist kein Setup. Das ist Vorwegnehmen. Das ist Vorhersagen. Das ist eine Wunschanalyse. Verstehen Sie? Denn was wir nicht wissen, ist, halten diese Unterstützung oder nicht? Die sind extrem stark. Diese starken Unterstützungen wirken auf der einen Seite und diese ziemlich hässliche umgedrehte V-Formation wirkt auf der anderen Seite. So. Und meiner Meinung nach dazwischen, da wird einfach nur der Kleinanleger zerquetscht. Jetzt kann man versuchen, das vorherzusagen, zu antizipieren. Und dann hat man vielleicht auch mal Glück und dann macht man mal ganz viel Geld. Bei den nächsten 3 Trades gibt man sie alle wieder ab. Oder man sagt, okay, ich warte. Ich warte, dass es sich eine klare Formation ergibt. Und Leute, ich werde hier nicht mit nächster Unterstützung, nächster Widerstand anfangen, sondern für mich gibt es hier folgende Möglichkeiten. Erstens, über die Stunde, kurzfristig, falls der Markt von dieser Unterstützung im Bereich von 84 nach oben hinkommt, fast wieder an diese Hochs hingeht, und dann diese Tiefs rausnimmt, dann ist das hier ein Doppeltop. Dann würde ich nur diese Doppeltop-Formation traden wollen. Dann muss er das hier rausnehmen. Das wäre bärisch. Kommt er da hin und macht mir dann sowas, dann würde ich sagen, oh, das ist im Kleinen eine Art aufsteigendes Dreieck. Dann würde ich den Ausbruch über die 1300 auf der bullischen Seite traden wollen. Geht der Markt jetzt über den Tageschart gedacht, unter diese mehrfache Unterstützung bei 1560, am besten, der setzt nochmal hier auf diese Linie auf, wenn ich es mir nochmal wünschen kann, sogar nochmal horizontal auf und rutscht dann durch. Am allerliebsten. Das muss er aber machen, deswegen betrachten Sie das als Zone. Jetzt sofort, ja, unterhalb von 12.260 ist die 1200 aktiviert. Damit fange ich nicht an, das ist kein Setup. Ich brauche ein Setup. Allerdings unterhalb dieser Zone ist der Goldpreis dann deutlich angeschlagen. Dazwischen ist er in einer Trendfindungsphase. Das gucke ich mir in aller Seelenruhe an, ohne vorweg und zu früh eine Entscheidung zu treffen. Eine Seitenlinie zu sein bedeutet, darauf zu warten, dass die hohe Wahrscheinlichkeit wieder da ist, damit man zum Beispiel so einen Trade mit einer hohen Wahrscheinlichkeit tradet oder diesen Trade mit einer hohen Wahrscheinlichkeit tradet und dann wieder wartet. Wartet, dass es sich die nächste Möglichkeit ergibt. Punkt. Silber. Same, same. Habe ich gesagt, Leute, wir sind an einer fetten Widerstandszone. 61% Retracement-Marke da oben plus horizontal 1750. Größere Wahrscheinlichkeit für eine Gegenbewegung. Jetzt macht er die Gegenbewegung. Macht er jetzt das höhere Tief? Macht er dann das höhere Hoch? Oder macht er hier eine Trendumkehr und wird nochmal ausverkauft? Das wissen wir nicht. Jetzt hat gerade eine neue Bewegung angefangen. Der Markt hier, schaut euch das mal an. So, ja, damit man einfach mal so ein Gefühl dafür kriegt, was hier los ist, macht gerade einen Trend frisch kaputt und macht hier das tiefere Tief. Jetzt macht er das tiefere Hoch. Jetzt könnt ihr wieder wetten, oh, jetzt macht er definitiv das tiefere Tief. Nein, 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 das ist nur eine Kurve, dann macht er das höhere Tief und dann macht er das höhere Hoch. Ihr könnt alle wetten, was ihr wollt. Ich warte, bis ich hier klares Setup erkenne. Das Problem ist, dass Trader keine Setups traden, die Kleinanleger, sondern Hoffnungen, Wünsche, Ängste werden getradet. Und solange sie Hoffnungen, Wünsche, Ängste traden, sind die Ergebnisse auch entsprechend. Sie wollen ein besseres Ergebnis, sie müssen besser werden, müssen ihre Fertigkeiten verbessern. Und deswegen, Silber, wie erwartet, scheitert an der Widerstandszone, macht ein Pullback. Was das jetzt wert ist, ich brauche mehr Informationen über den Stundenchart, kann ich hier noch nichts richtig Sauberes erkennen. Auch hier hatte ich Ihnen gesagt, ich brauche eine längere Konsolidierung als das hier. Dann würde ich es auf der Long-Seite traden. Wenn er direkt durchgeht, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er wieder abverkauft wird. Passiert gerade. So, die hohe Volatilität ohne klare Formation.
warte ich ab. Und wissen Sie, wo ich auch noch klar abwarte, ist bei Kupfer. Denn bei Kupfer haben wir gestern eine richtig fette bullische Bewegung gesehen. Auch wenn hier eine trendbegrenzte Linie bullisch aufgelöst wird, ich bin nicht dabei. Also hier unten, schauen Sie, da hatte ich ein Setup. Inverse Schulter, Kopf, Schulterformation. Nur am 3. und 5. Oktober, da hatte ich, und unsere Mentorschüler wissen das, da hatte ich wirklich privat etwas viel Schöneres zu tun, als auf die Charts zu gucken. Deswegen konnte ich das nicht traden. Aber hier oben will ich das nicht traden. Warum ist das eigentlich zustande gekommen, eine solche bullische Bewegung? Weil angeblich, ob das stimmt, weiß ich nicht. Also man sagt ja immer, die Kurse machen die News, demnächst der 19. Kommunistische Parteitag in China ist und man erwartet sich davon einen deutlichen Schub für die Metalle, unter anderem auch für Kupfer. Aha, okay, ich habe kein Setup. Also, wer von Ihnen nach 12% noch long einsteigen möchte, viel Glück, ich nicht. Schafft es der Markt, sich hier oben festzusetzen und aus einer Festsetzung dann eine Fortsetzung zu machen, bin ich dabei. Ansonsten, wenn er jetzt weiterläuft, jubel ich wieder hinterher und sage, mach, mach, gehört mir nicht. Vielleicht als ein Beispiel, als der Markt hier durchging, erinnern Sie sich? Da habe ich ja auch, es war so ein Dreieck, da habe ich das verpasst. Da habe ich gesagt, müssen wir warten. Als er dann aber hier diese Formation gebildet hatte, da hatten wir wieder ein Setup, da haben wir das hier hochgetradet. Wunderbare Trading-Möglichkeit. Habe ich kein Setup, reagiere ich nicht auf Kurse. Ich warte, bis ich ein Setup bekomme. In diesem Sinne, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ach, ich schulde Ihnen was. Ich habe Ihnen gesagt, ich würde Ihnen erzählen, wie das Pokerspiel gelaufen ist. Und das erzähle ich Ihnen noch ganz kurz für alle, die sich jetzt interessieren. Also, gleich zu Beginn habe ich ein Monsterblatt gehabt, habe aber Pech gehabt, das gehört dazu. Habe ich im Showdown verloren. Und dann saß ich den ganzen Abend am Tisch und habe wenig gespielt. Ich habe auch keine guten Karten gekriegt. Und irgendwann mal hat der Dealer mal angefangen so zu gucken, was er mir denn so gegeben hat. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, naja, ich kann schon verstehen, dass du das alles wegwirfst. Und ich habe ihm gesagt, der Abend ist noch lang. Und ich habe ziemlich lange gewartet. Und irgendwann so klar habe ich zwischendurch auch mal gespielt, aber es war alles nix. Und irgendwann mal so ab 1 hat sich dann das Blatt gewandelt. Es war jetzt kein Monsterabend, aber wir haben mit 6.000 Chips angefangen und Sie sehen, also das ist schon deutlich mehr als 6.000 und das war so ziemlich das letzte Spiel, so um 2:30 morgens, 3 Uhr morgens. Und dann bin ich, es war jetzt nicht so viel, da haben zwei andere Jungs deutlich mehr gewonnen als ich, da bin ich so ungefähr mit dem Doppelten meines Einsatzes nach Hause gegangen. Und wissen Sie was? Ich musste wieder an das Thema Trading denken, denn im Laufe des Abends haben sich etliche Jungs immer wieder neu eingekauft und haben immer wieder ungeduldig Blätter gespielt, die nicht gut waren und die haben richtig viel Geld verloren. Und das war dann so, bevor sich dann das Blatt gegen 1 Uhr morgens für mich wendete, saß ich so da und dachte, okay, ich bin immer noch leicht hinten, aber ich bin noch im Spiel. Die anderen Jungs hatten sich mehrfach immer wieder eingekauft, hatten mehrere hundert Euro verloren, waren dann schon gefrustet. Und also die Hälfte waren schon weg, die anderen hatten schon richtig viel Geld verloren und ich saß immer noch am Tisch und ich war immer noch im Spiel. Und wenn ich jetzt nochmal wieder zum Goldchart zurückkomme, vielleicht können Sie das jetzt besser nachvollziehen, wenn ich Ihnen sage, ich mache da nichts. So ähnlich habe ich das an dem Samstagabend, an dem Pokerabend auch gemacht. Gewartet, bis dann wieder eine höhere Wahrscheinlichkeit kam. Und eine höhere Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht, ich musste jetzt nicht zwei Asse oder zwei Könige oder Ass König haben, um zu spielen, aber ich brauchte irgendwas, womit ich arbeiten kann. Und Traden ist auch ein Geduldsspiel. Wenn man aber nicht weiß, worauf man warten soll, worauf sich die Geduld fokussieren soll, dann fängt man früher oder später an, irgendwas zu handeln. Und dann gibt man die Gewinne wieder ab. Und ich lade Sie ein, hier. Arbeiten Sie an sich. Und wenn Sie wissen, worauf Sie warten sollen, dann sind Sie auch deutlich bereiter, geduldig zu sein. In diesem Sinne, informieren Sie sich gerne über unser Mentor-Programm. Erstens. Zweitens. Abonnieren Sie unseren Kanal.
wenn Ihnen diese Ausgaben gefallen. Ich bin jeden Tag für Sie da, in der Regel mit 2 bis 3 Ausgaben. Im Moment muss ich die Ausgaben ein bisschen runterschrauben, weil ich mich auf meine eigene Arbeit mich mehr konzentrieren muss. Und kommen Sie sonst auf unsere Homepage www.formationstrader.de und last but not least, das aller Wichtigste ist, bleiben Sie gesund. Das wünsche ich Ihnen vom Herzen, dass Sie und Ihre Lieben gesund bleiben. Und wenn Sie es nicht sind, ich wünsche Ihnen noch so viel, viel, viel mehr, dass Sie hoffentlich bald genesen werden. Und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationsträdern bitte gewogen.